Brothers, Chris Ehrlich mit Bernhard und Andreas Ehrlich mit Elton. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das Wochenende naht. Die Stimmung ist fantastisch hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen an diesem Donnerstagvorabend hier zu unserer schönen Sendung. Wir haben uns tolle Gäste heute eingeladen. Es wird eine magische Dreiviertelstunde. Ich bin mir sicher, mit den Ehrlich Brothers, mit Chris und Andreas Ehrlich. Hier geht's ganz schön ab heute. Ich habe da gleich einen zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass Erdbeeren gar keine wirklichen Früchte sind, sondern zur Gruppe der Sammelnussfrüchte gehören? Ja, das wusste ich. Naja. Ja, das bringt euch in dem Falle nichts, denn Geld gibt es nur dann, wenn ihr Fragen beantworten könnt, die wir gleich hinter den Kategorien auf unserer Wand finden. Aber vorher wollen wir mal schauen. Ihr beide kommt ja aus Herford. Ja, wusstet ihr eigentlich, dass Herford zu den zentralsten Punkten in Deutschland gehört? Naja, zumindest sind wir von dort aus immer ungefähr gleich lang nach Kiel bzw. nach München gefahren zu den Auftritten. Insofern passt das, glaube ich. Deswegen sitzen in Herford die ganzen großen Logistikunternehmen, weil man von Herford schnell überall hinkommt. Ist so. Zum Beispiel Ehrlich Logistics. Ja. Ehrlich. Ja. Wussten wir eigentlich das? Ja. So geht's. Jetzt wollen wir aber mal schauen, wie viele Zuschauer sich hinter welchem Team versammelt haben. Hinter Team Bernhard, Bernhard und Chris Ehrlich sitzen 76 Zuschauer. Hinter Elton und Andreas Ehrlich 54. Aber die Besseren! Hör dir das an! Die Quote ist bei uns besser fürs Aussagen. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch bestimmte Dinge, die sich nicht ändern. Und auch heute wieder 12 Kategorien auf unserer Wand. Die Kategorien heute sind Trick 17, Entdecker, total genial, Luftfahrt, Essen und Trinken, wie ticken wir im Grünen, was bin ich, Unterwasser, Schleswig-Holstein, das Fragezeichen und was passiert, wenn? 500 Euro für jede richtige Antwort und einen Publikumsjoker für beide Teams. Und ihr dürft uns jetzt direkt verzaubern mit der ersten Kategorie. Ja, ich habe Bernhard schon überzeugen können für die erste Kategorie. Trick 17. Ja, über das Wort überzeugen, aber grundsätzlich okay. Woran lässt sich nach dem Aufschlagen eines Hühnereis in der Pfanne erkennen, ob es noch frisch ist? A. Tippt man mit dem Finger auf das Eiweiß, bildet sich ein Hubbel. Was ist ein Hubbel? B. Um den Dotter herum bildet sich ein dicker Eiweißring. Oder C. In der Mitte des Dotters befindet sich ein kleiner roter Punkt. Kleiner roter Punkt? Ja, glaube ich, hätte ich schon mal gesehen. Es sei denn, ich habe ausschließlich Eier gegessen, die schon vergammelt waren. Also einen kleinen roten Punkt habe ich auch noch nie gesehen. Das war mir nie aufgefallen. Allerdings ist das Schöne hier, das sind Dinge, die man noch nie gemerkt hat. Und dann wirst du sie immer und immer wieder sehen. Es sei denn, du hast alte Eier. Um Daddy das Dotter herum bildet sich ein dicker Eiweiß. Kann ich mir vorstellen, wenn das irgendwie noch besonders frisch ist und Hitze, dass sich das dann irgendwie rumbildet. Also Antwort C würde ich irgendwie ausschließen. Moment, langsam. Punkt, hast du schon mal einen roten Punkt gesehen auf dem Eidotter? Noch nie. Okay, dann schließen wir C aus. A, tippt man mit dem Finger auf das Eiweiß. Bildet sich ein Hub. Auf das Eiweiß? Tippt man wirklich auf das Eiweiß in der. Das ist doch so ganz dünn. Bildet also, wenn man da drauf tippt, dann hat man sich doch sofort seine Finger verbrannt. Hast einen Hubbel im Finger? Da habe ich einen Hubbel im Finger. Ich glaube, es ist B. Also, das ist das Einzige, was mir irgendwie logisch erscheint. Aber warum? Weil, warum soll sich denn um den Dotter herum ein Eiweiß. Also, was passiert denn, wenn es älter wird? Dann muss ja was passieren. Zersetzt sich dann das Eiweiß im Laufe der Zeit? Zum Beispiel. Mhm. Und um den Dotter wird es wahrscheinlich nicht so schnell heiß in der Pfanne, weil da irgendwie die Oberfläche kleiner ist im Vergleich zum Eiweiß. Und die dann Küken ist in der Pfanne. Das du meinst B? Ich hab, das liegt mir im Urin. Pass auf, bevor wir jetzt, wenn es dir im Urin liegt, bevor du jetzt die Beweise auf den Tisch legst, dann nehmen wir dein B. Okay. B ist eingeloggt. Noch nie gehört. Noch nie also es gehört. Gibt zumindest doch, ich bin eine also Frau, die euch zustimmt. Das ist doch super. Ob ein Ei wirklich noch genießbar ist, erkennt man erst, wenn man es aufschlägt. Bei einem Exemplar, das sein Haltbarkeitsdatum überschritten hat, breitet sich das Eiweiß wie ein flacher See aus.
Ganz anders sieht es beim frischen Ei aus. Hier ruht rund um den Dotter ein dicker, gelatineartiger Eiweißring, der von einer Membran zusammengehalten wird. Er ist umgeben von weiterem dünnflüssigem Eiweiß. Der Ring ist auch nach dem Brutzeln in der Pfanne immer noch deutlich zu erkennen. Aber bei Trick 17 nicht die Kohle. Ja, ich habe mal Güte. Schnell 500 Euro auf euer Konto gezaubert. Super. Vielen Dank. Ja. Essen und Trinken. So, eure erste Kategorie. Essen und Trinken, kennst du dich damit aus? Nee. Naja, Luftfahrt finde ich irgendwie cool, aber du, wir müssen ja alle abarbeiten. Ne? Lass uns mal Essen und Trinken nehmen. Meinst du? Ja, Essen und Trinken. Essen und Trinken. War lange nicht mehr. Oh. Wie unterscheiden sich Kesselchips von normalen Chips? A. Sie haben kaum Kalorien. B. Sie enthalten wesentlich mehr Fett. Oder C. Es werden ungeschälte Kartoffeln verwendet. Isst du viele Chips? Ich esse nur Chips. Ich esse ja gar nicht so viel Süßes. Ich bin tatsächlich so ein Salzgebäck. Boah, das ist ja jetzt das ist interessant. Also gibt es Chips ohne Kalorien oder mit wenig Kalorien? Naja, kaum. Ja, klar. Ja. Aber sind das dann immer Kesselchips oder sind die da einfach nur, haben die kein Fett gesehen? Oder haben Kessel, was heißt denn Kessel? Ist da Fett mit drin? Ja, wenn wir das jetzt wissen, dann können wir die Frage beantworten. Deswegen frage ich dich ja. Also, sie haben kaum Kalorien, glaube ich nicht. Ich würde es auch ausschließen. Warum sollten die wenig Kalorien haben? Kesselchips. Was ist das Besondere? Ich habe immer gedacht, die werden nicht im Backofen, sondern halt in so einem Kessel gebacken. Also normale werden doch frittiert. Genau. Die werden in Fett getränkt. Getränkt oder halt im Backofen. Jetzt ist die Frage, enthalten sind die anders? Werden die anders hergestellt, dass sie halt nicht so getränkt werden, sondern wesentlich... Also ach, mehr Fett nein. Als... Nein. Das geht doch schon gar nicht. Nein. Also B auf gar keinen Fall. A vielleicht noch ein bisschen, aber ich glaube, das sind tatsächlich ungeschälte Kartoffeln. Die werden halt nicht geschält und ins Fett geschmissen, sondern so geschnitten. Das kann nur C. Komm, wir nehmen C. Wir nehmen C. 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 Bin für jede Entscheidung dankbar. Wie herkömmliche Kartoffelchips werden auch Kesselchips aus rohen Kartoffeln geschnitten und anschließend frittiert. Der Name soll an die traditionelle rustikale Herstellung im Kessel erinnern. Bei Kesselchips werden in der Regel ungeschälte Kartoffeln verwendet, die in etwas dickere Scheiben geschnitten werden. Wegen ihrer Dicke nehmen sie auch etwas weniger Fett auf. Die ersten 500 Euro. Ja, sehr gut. Läuft doch. Wie geht's weiter? Ja, wir haben uns gerade auf Luftfahrt geeinigt, finden wir beide spannend und sind sehr zuversichtlich. Gespannt, ob wir die Frage beantworten können. Ach, weil wir das nehmen wollten, oder was? Ja, weil wir das nehmen wollten. Der Flughafen der englischen Stadt Gloucester spielte vor einigen Jahren Lieder von Tina Turner, um A. Raucher in Raucherkabinen zu locken, B. Vögel vom Rollfeld zu verjagen oder C. die Mittagspause von Mitarbeitern zu verkürzen. Also, Raucher in Raucherkabinen zu locken, glaube ich nicht, weil das mache ich einfach, indem ich es woanders verbiete. Und dann ist es da, da darf man einfach dann nur da drin rauchen. Die will man ja auch nicht, Raucherkabinen sind ja auch so ein bisschen verpönt, die will man nicht gezielt da reinlocken. Also, Antwort A würde ich eigentlich auch ausschließen. Vögel vom Rollfeld zu verjagen klingt so crazy, das kann ich mir vorstellen. Und das ist ein ernsthaftes Problem bei Flugzeugen. Also beim Starten, auf jeden Fall. Und beim Landen? Beim Landen auch. Also generell. Lande mal mit einem Vogel vor der Scheibe. Aber geht das nur mit Tina Turner Liedern? Wahrscheinlich geht es damit am besten. Aber das ist nicht unsere Frage. Die Mittagspause von Mitarbeitern zu verkürzen. Das glaube ich auch nicht. Finde ich auch zu konstruiert. Ja, Vorschlag einer Antwort. Ich glaube wirklich, Vögel vom Rollfeld zu verjagen. Das kann ich total gut vorstellen. Werner, was wollt ihr machen? Wollt ihr riskieren? Wir halten A und C beide für unwahrscheinlich. Ja. Deshalb sind wir eher für B. B klingt für uns logisch verrückt. Ja, wir nehmen das logisch verrückte B. Und man erfährt ja hier bei uns Sachen. Das wäre mir zu einfach. Ja. Feuerwerkskörper oder fliegende Müllbeutel waren nur ein paar der Maßnahmen, die sich die Flughafenchefs im englischen Gloucester im Laufe der Jahre ausdenken mussten, um störende Vögel von den Start- und Landebahnen zu verscheuchen.
Eine weitere Methode war ein im Kreis fahrender Wagen mit riesigen Lautsprechern, der in Dauerschleife Tina Turner Songs abspielte. Mit Erfolg. Die Vögel machten sich aus dem Staub. Zumindest kurzfristig. Was es nicht alles gibt, oder? 1000 Euro sind es für euch. Bei euch können es jetzt 1000 Euro werden. Ich bin für total genial oder Entdecker. Was passiert, wenn? Warum nicht Entdecker? Entdecker? Mhm. Na gut, dann nehmen wir mal Entdecker. Komm, wir nehmen Entdecker. Was auch in Luftfahrt nehmen wir auch eine einfache Frage. Jetzt kommt ja, Entdecker. Womit war Alexander von Humboldt bereits im Jahr 1799 seiner Zeit weit voraus? A. Er setzte sich für den Schutz von Insekten ein. B. Er sprach sich öffentlich für Frauen in Führungspositionen aus. Oder C. Er warnte vor einem Klimawandel durch menschliche Eingriffe. Mhm. Danke für diese... So, was hat das jetzt mit Mathe zu tun? So, ich mit muss Mathe? Genau, das, der Humboldt, was hat der überhaupt gemacht? Hat er Mathe gemacht? Der hat doch ganz viele Unis gegründet, oder? Von denen dann genau. Namen gegeben. Hat die Lizenzen verkauft. Ja. 1799, das war ja eigentlich noch vor der großen Industrialisierung. Da gab es ja auch noch keine großen qualmenden Schornsteine. Also, ne? Wollt ihr was raten oder fragen wir das Publikum? Ja, wir nehmen das Publikum. Wir nehmen das Publikum. Sehr so, aber muss auch einer wissen, ne? Ja. So, Alexander von... So, wer war damals dabei? Wir haben auch eine Lehrerin, glaube ich, im Publikum. Oha. Weiß doch bestimmt zumindest, was der Humboldt gemacht hat. Du hast auch überlegt gerade. So eine Tendenz? Ja, dann müssen Sie aufstehen. Also wenn Sie was... Hier... Gott, ah, komm her. Guck mal hier. Ja. So. Hallo. Hallo. Walter. Walter. Ja. Aus? Ostlauderfehn. Ah, ist das aus Friesland? Das ist aus Friesland. Ah, habe ich doch fast gedacht. Das kann ich mir denken. Ja. Gut. So, Walter. Sie. Pass auf, wenn es richtig ist, ich habe eine Überraschung für dich. Ja, das ist. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Ich würde auf jeden Fall C sagen. Warum, Walter? Warum C? Weil die anderen beiden normalerweise von den Humboldt ausgeschlossen werden kann. Aha, okay. Würde ich sagen. Okay. Was machen Sie oder was haben Sie beruflich gemacht, Walter? Ich war auf der Meyer-Werft beschäftigt als Maschinenschlosser. Oh, und wir haben ja auch einige Pötte zurechtgekriegt. Ne? Ja, ja, aber das kann man aber auch so sagen. Ne? Also, Walter sagt Antwort C und das schauen wir jetzt mal. Und Andreas hat eine Überraschung versprochen. Überraschung, ja. Ich bin gespannt. In jeder Form. Seine Amerika-Expedition von 1799 bis 1804 führte den Forscher Alexander von Humboldt an den Valencia-See in Venezuela. Er entdeckte, dass die Rodung der Wälder die Landschaft austrocknen, den Wasserspiegel des Sees sinken und die Temperatur steigen ließ. Humboldt bezeichnete die Eingriffe als Menschenunfug, der die Naturordnung stört und war damit seinerzeit weit voraus. Glückwunsch! Richtige Antwort. So, was? Ich lade dich ein. Backstage-Führung zu unserer Show. Du darfst dir alles von hinten anschauen. Geht an der Verteilung und ist danach zusammen. Weil es richtig war, ist das geil! Sehr geil! Nicht schlecht. Also, Walter, das hat sich doch schon mal gelohnt. Yes. Wie geht's weiter? Total genial, das ist auch so eine Freak. Oder was passiert, wenn? Ja, komm, dann machen wir mal, was passiert. Was passiert, wenn? Oder in grün? Ja, das nehmen wir gleich. Alles klar. Was passiert, wenn mit einem Hammer kräftig auf die Öffnung einer mit Leitungswasser gefüllten Bierflasche geschlagen wird? Hammer. A. Die Wassertemperatur erhöht sich um 3 Grad Celsius. B. Es schlägt der Flasche den Boden aus. Oder C. Das Wasser schießt in einer Fontäne aus der Öffnung. Ja, muss ja mal die Frage verstehen. Hab ich noch nicht so häufig gemacht. Wer geht die Flasche kaputt? Mit einem Hammer? Hammer? Also wir haben eine Flasche Wasser. Kräftig. So, eine Flasche. Das ist ein Glas. Ja, Moment, auf die Öffnung einer mit Leitungswasser gefüllten Bierflasche schlagen. Also wir haben eine Bierflasche, da ist jetzt Wasser drin. So, und da... Und jetzt haben wir da mit dem Hammer drauf. Die Wassertemperatur erhöht sich um 3 Grad Celsius. Völliger Schwachsinn. Weil das Gegenteil passiert sogar, weil der Druck steigt, würde sogar sinken. Ja, genau. Wie willst du mit dem Hammer auf eine Bierflasche hauen, dass das Wasser, also Gefäß heile bleibt? Schwachsinn.
Antwort B, es schlägt der Flasche den Boden aus. Das kann natürlich sein. Also Flaschen sind so gebaut, dass sie, die sind ja total stabil. Du kannst damit mit einer Flasche einen Nagel einschlagen, aber wenn du einen Nagel reinfallen lässt, dann explodiert der Boden. Aufgrund der Spannung, die im Glas entsteht. Und vielleicht ist der Druck, den du daraus ausübst, oben auf die Wasserfläche, wird nach unten abgegeben und drückt dann unten den Boden raus. Das könnte ich mir vorstellen. Antwort B kann ich mir auch vorstellen. Antwort C, das Wasser schießt in einer Fontäne aus der Öffnung. Das kennt man, wenn Bier eingefüllt ist. Ja, genau. Es ist aber Leitungswasser. Genau. Also das mit dem Bier, das mit dem Bier ist so ein alter Party-Gag, ne? Man hier so, boom. Ja, aber es ist ja mit Leitungswasser gefüllt. Ja, also das entsteht durch die Kohlensäure, dass das so aus, wie in einer Fontäne aus der Öffnung kommt. Du musst probieren? Ja, Antwort B. Wir vermuten B. Wir vermuten B. Und im Interesse der Sicherheit unserer Zuschauer haben wir das Experiment im Film für Sie vorbereitet. Eine Bierflasche wird bis knapp unter den Rand mit Leitungswasser gefüllt. Mit der einen Hand festhalten und dann auf die Öffnung schlagen. Was passiert? Durch den Schlag wird die Flasche zunächst extrem nach unten beschleunigt. Die Trägheit hält allerdings das Wasser ein wenig länger in der Ausgangsposition. Dadurch fällt der Druck im unteren Bereich rapide ab. So stark, dass Wasserdampfblasen entstehen. Sie kollabieren schon im nächsten Augenblick schlagartig. Dabei wandern Schockwellen durch die Flüssigkeit, die das Glas für Sekundenbruchteile unter höchste Belastungen setzen. Es schlägt der Flasche den Boden aus. Sehr gut, richtige Antwort. 500 Euro dazu, ihr steht bei 1500. Ja, ja. Genau, das war sehr lustig, wir sind knapp unter den Rand, das war halb voll, von dem lasse ich mir kein Bier einschütten, du. Wie geht's weiter? Habt ihr mal einen Hammer hier? Wir nehmen ganz schnell total genial. Ja, total, aber auf jeden Fall. Wie sollte der Weihnachtsbaum auf dem Autodach nach Hause transportiert werden, damit er länger frisch bleibt? Ey, das ist doch, ey, 5 Minuten fährst du den. Was? Was denn? Ja, komm, Antwort. Ich weiß, welche Diskussion gleich wieder kommt. Mit angespitztem Stamm, in Folie verpackt oder mit der Baumspitze nach vorn festgeschnallt. Also so langsam wie mein Bruder fährt, wäre das völlig egal. Aber ich könnte so aus dem Bauch heraus, würde ich sofort sagen, C. Wie bei der Frisur. Du fährst ja auch nicht so, sondern so. Ja, aber was hat das für einen Vor- oder Nachteil? Ja, die Flüssigkeit, die geht in die Verzweigelungen mehr. Klar, Fahrtwind und das ist. Aber auch da, wenn du zu schnell fährst, verliert der Nadeln. Kann man auch sagen, in Folie, damit erstmal die Feuchtigkeit drin bleibt, weil es ist ein toter Baum. Da hat er kein Wurzelgehölz mehr und so bleibt die Feuchtigkeit erstmal in der Folie. Und sonst bläst er permanent mit. Wobei, ja, wenn es regnet, wäre dann wieder Folie weg. Aber dann ist Innenfeucht, dann packst du ihn aus und ist eine Innenfeucht und dann gammelt der, glaube ich, länger. Ja, also es heißt nicht, damit der auf dem Auto länger frisch bleibt, sondern allgemein auch zu Hause länger frisch bleibt. Komm. Also das Einzige, was wirklich mich wundert, ist, warum Autodach, also wenn du den hinten in den Kofferraum stellst, ist es egal oder was? Ob der angespitzt ist oder in Folie verpackt oder... das macht mir... Komm, wir nehmen A, ist egal. Na, ist nicht egal. Nee, egal. Ist können wir das Publikum aber nicht fragen, ne? Habt ihr ja gerade. Nee, so alle einmal. Nein. Die dürfen halt nicht antworten. Das ist das Problem. Ja. Die Frage ist nie das Problem. Oder ist es nachher doch B, ey? Und wir nehmen jetzt C und fertig. Das ist doch logisch mit dem Fahrtwind. Und wenn es falsch ist, ist doch... Dann hat mein Bruder die Schuld. Jetzt hast du wieder die Verantwortung wieder als Teamkapitän. Kapitän, mach eine Ansage. Dann nehmen wir C. C. Ich soll immer auf meine Gäste hören, wurde mir mal gesagt. Nach dieser Sendung wird das wieder revidiert. C. Jetzt bin ich gespannt. C. Für die Haltbarkeit eines Weihnachtsbaumes ist es wichtig, dass der Wasserhaushalt im Baum möglichst lange aufrechterhalten wird. Während eines längeren Transports auf dem Autodach sollte er daher komplett in Folie eingewickelt werden, um ein Austrocknen durch den Fahrtwind zu vermeiden. Oh. Es bleibt bei 1.000 Euro. Im Prinzip, klar. Ja. Haben wir auch gesagt, ja. Die Feuchtigkeit bleibt drin. Hast du wieder so erklärt? Nee. Eines, vier.
Griff nochmal hier aus dem vollen Schöpfen. Also den hätten wir auch falsch gehabt, glaube ich. So, was, worauf hast du Lust? Nicht, also was bin ich, habe ich Angst vor. Das weiß man oder hat gar keine Ahnung. Da ist ein Ausschnitt vom Bild und man muss... Nee, das, sagen. Ist, das ist ein Begriff. Oh, das ist Begriffe sind ganz schlimm. Ja, was ist ein... Komm, nehmen wir die Überraschungs... Oder was ist bei der Überraschung, was ist beim Fragezeichen? Irgendwas. Das ist, aber ja, irgendeine das Frage ist ja die Überraschung. Und dann, ja, komm, nehmen wir Überraschung. Ich wir nehmen Überraschung. Fragezeichen. Wir nehmen Fragezeichen. Überraschung. Ja, voll geil. Wie wird Chlorella, eine sehr nährstoffreiche Süßwasseralge, in Deutschland als Nahrungsmittel kultiviert? Alter, warum hast du die Überraschungsfrage gemacht? A, in riesigen unterirdischen Teichen, B, in 500 Kilometer langen Glasröhren oder C, in Kühltürmen von Kohlekraftwerken? Chlorella. Ich habe doch keine Ahnung. Klingt ein bisschen nach Margarine, ist aber... Süßwasseralge und Puh. Ja gut, ist ja auch egal. Also, riesigen unterirdischen Teiche. Deutschland, also in riesigen hat unterirdischen... Deutschland riesige unterirdische Teiche? Deiche? Teiche? Teiche. Ja. Ja? Also Teilchen. Teiche. Ja, also mit Sicherheit. Also, es gibt bestimmt irgendwelche Kavernen, wo das sowas, wo was sowas ist, gibt. Was ist denn Chlorella? Ja, Chlorella, das ist... Ich hab's erst für eine Disney-Figur gehalten. Es ist eine nährstoffreiche Süßwasseralge. Ja, also, gibt sie irgendwie beim Japaner als Beilage zum Sushi oder was ist? Nö, die gibt es. Wahrscheinlich ist die Idee, also mit Algen könnten wir die ganze Menschheit ernähren. Also nicht die Menschheit, ja, aber alle Menschen ernähren. Ja, und das ist halt so eine Idee, dass man das dann als Zusatzmittel... Wo wird Chlorella verwendet? Ja, beim Essen zum Beispiel. Ja, mich darfst du nicht fragen, weißt du, weil ich darf ja nichts sagen. Ja, ja, aber das ist ja nicht die Antwort auf die Frage. Ja, aber es könnte ein Hinweis sein. Du brauchst ja nicht sagen, wo sie kultiviert deswegen wird, aber wo erntet man sie denn? Das würde uns schon reichen, wenn er das sagt. Also, in 500 Kilometer langen Glasröhren, das halte ich für unwahrscheinlich, weil eine 500 Kilometer lange Glasröhre, ganz ehrlich, das hätte man schon mal gehört. Es sei denn, es sind Glasröhren mit einer Gesamtlänge von 500 Kilometern und es sind viele kleine. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Das wäre dann echt fies, wenn das so wäre. Deshalb würde ich das ausschließen. 500 Kilometer? Überleg mal, eine Glasröhre, 500 Kilometer lang. Du kannst ja nur ein paar von in Deutschland pflanzen. Das ist von hier bis Bonn. Naja, ein bisschen weiter sogar noch. Eine einzige Röhre, willst du die hinstellen? Kühltürmen so von Kohlekraftwerken. So. Gut, da ist auf jeden Fall irgendwie... Das kann ich mir vorstellen. Da ist sehr, das ist warm, da ist sehr viel Feuchtigkeit und da werden die reingehängt. Und Algen fühlen sich ja in Wärme eigentlich auch ganz wohl, ne? Ja. Also ich bin vom Gefühl für C, aber ich bin mir nicht sicher. Was fühlst du denn so? Ich glaube, es ist B. Bitte? Bitte erkläre mir, wie man eine 500 Kilometer lange Glasröhre baut. Habe ich im Urin. Ich hab so das Gefühl, Algen sind nicht so dein Thema, Chris. Wir hatten mal so einen 1x2 Meter großen Teichdümpel im Garten früher. Da waren immer Algen. Das war ein Teich, jetzt sind es nur noch Algen. Also da Algen, bei mir war Algen aber auch schon auch. Algen wachsen und ich doch weiß, dass Algen... Wie sieht es mit deinem Algen-Gemeinwissen aus? Das ist ein bisschen lustig, aber das ist sehr witzig gewesen. Einen riesigen unterirdischen Teichen, das kann natürlich sein. Ich hatte gesagt, es ist eine... Licht und Luft abgeschlossen. Die Glasröhren lehne ich ab. Also nehmen wir 10. Bernhard? Wir nehmen C. Okay, C ist eingeloggt. Und wir klären auf. Nein, 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 wir wollen umändern. Chlorella ist eine einzellige, sehr nährstoffreiche Süßwasseralge. Als Pulver wird sie gern in frisch gepresste Säfte oder Smoothies gerührt. Seit 2000 wird Chlorella auch in Deutschland, in Klötze in der Altmark, kultiviert. Die Algen wachsen hier von April bis Oktober in einem 1,2 Hektar großen Gewächshaus in einem 500 Kilometer langen wassergefüllten Glasröhrensystem. Auf diese Weise werden die Algen gut mit Sonnenlicht versorgt und sind so vor Verunreinigungen von außen geschützt. Ich hab gesagt, B habe ich in der Nähe. Ich hab auch gedacht, warum nimmst du C? Das ist eine 500 Kilometer lange Röhre. Ich sag was mal, was es nicht alles gibt. Weil es ne? Den Klötze nicht alles gibt. Ja, das hier erfährt man es, was es nicht alles gibt. Ja. Es bleibt bei 1500 Klötze. Euro. Wir haben noch 5 Kategorien und ihr könntet jetzt wieder ausgleichen. Nächste Kategorie. Wie ticken wir? Wie ticken wir? US-Forscher stellten fest, dass Personen, die sich auf eine Prüfung vorbereiten, Texte besser behalten, wenn A. sie nach jedem Abschnitt kurz auf ein violettes Papier starren, B. sie währenddessen einen tropfenden Wasserhahn hören
oder C, die Texte in ungewöhnlicher Schriftart geschrieben sind? Spontan würde ich sofort wieder sagen C. Mein Ding. Weil du verarbeitest das natürlich etwas anders, wenn du es ungewohnt zu dir nimmst. Ein tropfenden Wasserhahn, ich kenne das, also bei mir wirkt der nicht, der nervt mich. Ich hatte das mal, also da kann ich, dann denkst du mal dick und dann, also ich habe da alles ja, du vergessen. Lässt dich mehr ablenken, aber vielleicht ist es so, weil der so nervt, willst du das schneller behalten? Ja, man kennt das ja, wenn du auf dem Laufband bist oder so. Dann sagt man, oder wenn du Kaugummi kaust. Aber wenn du einen Tropfen Wasserhahn hörst, der immer dick, dick, und dann kommt er mal nicht, und dann dick, dann kommt er wieder, da weiß ich nicht, da denkst du, bist du mit deinem Gedanken wirklich woanders. Ich muss jetzt ein Geheimnis verraten. Erzähl Geheimnis. Ich habe damals in der Schule, ist wirklich lange her, aber ich habe manchmal gespickt. Was? Und Skandal! Nicht in Arbeiten. Also so, nur. Also, okay. So, und das war so zwei Röllchen, die du mit so einem Gummiband verbunden hattest. Und da habe ich ganz anders geschrieben, als ich sonst geschrieben habe, weil man ja viel kleiner schreiben musste. Und der Clou ist, ich habe diesen Spickzettel eigentlich nie gebraucht. Also es ist wirklich, wirklich wahr. Ja. Insofern, lass uns C nehmen. Aber das liegt daran, dass du selber geschrieben hast. Okay. So. Dann was würdest du also sagen? Also violettes Papier C, nehmen wir nicht. Ich würde C ausschließen. Echt? Das macht doch hier jetzt nicht so einen Druck. Wir haben A noch gar nicht behandelt. So, du liest einen Text und nach jedem Abschnitt schaust du kurz auf ein violettes Papier. Dann flashst du einmal so dein Gehirn. Und zack, guckst da wieder drauf. Das kann natürlich sein, dass das ja wieder eine quasi. Aber dann. Nee, ich bin irgendwie für den Wasser. Also weil violett ist ja auf jeden Fall, sag ich mal, so das, was du vom Farbspektrum so mit als letztes sehen kannst. Das ist ja so ganz so. Also Entscheidung? Ich riskiere es einfach. Okay? Nächste B. Frage entscheide ich jetzt. B ist eingeloggt. Nachtigall, ich höre was tropfen. Wer sich auf eine Prüfung vorbereitet, lernt seitenweise Texte und schweift irgendwann ab. US-Forscher empfehlen, das monotone Lesen abwechslungsreich zu gestalten, und zwar durch ungewöhnliche Schriftarten. Wem die Texte in digitaler Form vorliegen, sollte ihnen einfach einen besonderen Font verpassen. Je ungewöhnlicher eine Schriftart ist, desto mehr müssen wir uns auf den Text konzentrieren und merken ihn uns auch langfristig. Es gibt wieder Ärger. Ja, Antwort C ist die richtige Antwort. Es bleibt bei 1.000 Euro. Ach, und wir haben noch vier Kategorien im Spiel. Es ist noch ein bisschen Geld zu holen. Im Grünen, was bin ich, unter Wasser und Schleswig-Holstein? Schleswig-Holstein, das liegt hier in der Nähe. Ja. Das kennen die Leute hier. Da waren die alle schon mal. Wir nehmen Schleswig-Holstein. Ja. Das ist eine gute. Wenn wir keine Ahnung haben, die wissen das. In Kiel gibt es die weltweit einzige so, da waren A, die alle schon noch aktive Leuchtturmwärterin, B, dreigliedrige Faltbrücke oder C, Segelschule für Haustiere. Da noch aktive Leuchtturmwärterin, das kann ich ganz ehrlich, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Kiel, liegt Kiel nicht so in einem, also hat das überhaupt großen das Publikum Leuchtturm? Ja, wir fragen es auf jeden Fall das Publikum, weil ich habe da nicht keine zu Ahnung. Viel verwirren. Nee, die wissen das ja, die kann mich gar nicht verwirren, weil die das genau wissen. Die springen gleich alle gleichzeitig auf. Ausnahmslos. Ja. Wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. Wow. Ah. Oh. 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 Sie ruhig auf. Ach, jetzt weiß ich es auch. Guck mal, fünf Zuschauer. Entschuldigung, ist mir total. Die wissen das auf jeden Fall. Die wissen das alle. Die kommen, nehmen wir auf, die Dame, die lächelt mich so nett an. Da ganz so, hat der Kai auf den weitesten Weg. Sie wissen es bestimmt, oder? Ja. Hoffen wir, dass Sie es auch wissen. Hallo. Wie heißen Sie? Marianne. Hallo Marianne. Wenn es richtig ist, hier, hast du Geld dabei? Geld? Dann kriegt Marianne gleich ein bisschen Bar, was auf der Hand. Pass auf, ich habe zwar kein Portemonnaie, aber also Marianne, Sie kommen aus Kiel oder aus der Nähe? Nein, weder noch. Ich komme auch aus Ostfriesland. Ah. Ich dachte jetzt, okay, aus komme ich. Ostfriesland hat Ausgang heute, stelle ich fest. Ja, 10 Euro. Ja. So Marianne, jetzt gucken wir mal, was glauben Sie, was ist die richtige Antwort? Also ich wäre für die dreigliedrige Faltbrücke. Mhm. Wie kommen Sie darauf?
Die Segelschule, die schließe ich schon mal von vornherein aus für Haustiere. Und die noch aktive Leuchtturmwärterin scheint mir auch nicht richtig. Okay, also Ausschlussverfahren. Also es ist Ausschlussverfahren. Nicht so, dass Sie sagen, ich nein, weiß, genau, dass es da eine Geige ist. Nein, aber das scheint mir am plausibelsten. Gutes Gefühl haben Sie da. Okay, Marianne, dann haben wir Antwort B eingeloggt. Und jetzt bin ich gespannt. Na noch, da liegen 10 Euro. Ja, ja, das, ja, ja. Das lohnt sich richtig. Ja, ja, hab ich ihm geliehen. Aber das wäre ja für den Fall, dass sie es richtig hat, oder? Ansonsten stecke ich das wieder ein. Ja. Okay. Also das scheint auch eine Privatinitiative zu sein. Nein, ich kann es mal zeigen. Also Marianne, überlegen Sie sich noch mal. Ja. Ruhiger, von dir kam 10 Euro. Ich setze noch einen drauf, ich mache 50 raus, okay? Oh. Aber Chris, so weit sind wir noch nicht. Du musst noch mal zurückzaubern. Wenn es falsch ist, nehme ich den Schein aber zurück. Jetzt gucken wir aber erstmal auf die Lösung und hoffen, dass es die richtige ist. Kiel ist mit knapp 250.000 Einwohnern die nördlichste Großstadt Deutschlands. Doch das ist nicht das einzige Besondere der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt. Vom Zentrum aus führt eine Fußgängerbrücke über die Hörn genannte Hafenspitze. Müssen Schiffe passieren, lassen sich drei Segmente der Hörnbrücke zu einem N zusammenfalten. Dieses Prinzip der Dreifeldzugklappbrücke ist weltweit einzigartig. Marianne! Ja, richtige Antwort. Wow. Marianne, vielen Dank! 50 Euro? Ja! Yeah. Und Sie kommen auch zur Show, auch wechseln. Mit hier dem Kopf. Das war jetzt nicht, das war eine Geschichte ganz von ihm alleine. Ja, also für Marianne hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt. Sie kommen auch hier mit ihm und kommen auch hinter die Bühne und dann zeige ich Ihnen unsere dreifaltige Geheimtür. Oh. Also ihr steht bei 2000 Euro. Kann Bäume auch Tiere sein. Ihr dürft noch mal wählen. Wir sind für was bin ich. Da kann man vielleicht was herleiten. Wo findet das Bredieren Anwendung? Oh. Das Bredieren. A. Zubereitung eines Hähnchens. B. Rasieren von Mustern in Kurzhaarschnitte. Oder C. Absichtliche Fehlfärbungen auf modischer Kleidung. Also Zubereitung eines Hähnchens würde ich, warum auch immer, schließe ich aus. Ja, ich meine, das hätte ich schon mal gehört. Das wird jetzt schon wieder spaßig. Ja. Was soll denn das denn sein? Du kannst ein Hähnchen braten, du kannst ein Hähnchen kochen, du kannst ein Hähnchen frittieren. Aber kannst du es auch bredieren? Was ist vielleicht das ist dann? Das ja so ein Misch zwischen Braten und Frittieren. Frittieren. Sollte frittieren heißen. Und Rasieren von Mustern in Kurzhaarschnitte. Das sind ja diese, ne, wo du dann nachher. Das sieht man ja häufiger mal. Beim Fußball dann meist, ne? Weißt du, wie das heißt? Ja, ob das Bredieren ist? Nein, vielleicht sagt Elton ja, nee, das heißt halt irgendwie rasieren. Nee, rasieren ist ja... Ja. Vielleicht heißt das ja anders. Was ist denn eine Fehlfärbung? Ich sag mal, wenn du dich modisch kleidest, da wird der Designer, selbst wenn es scheiße aussieht, sagt er, nee, muss so sein. Ja, also C halte ich auch für... Ja, dann, ich sag mal, da kannst du noch so einen Klecks drauf machen. Also nach dem heutigen Spielverlauf würde ich sagen, Elton sagt mal, was er nehmen würde und dann nimmst du was anderes, Andreas. Und dann ist aber die dritte Antwort richtig. Ja, genau. A, B oder C? A oder C. A oder C? Ja, auf einmal, du hast doch C gesagt, das ist totaler Schwachsinn. Ja, aber das, ich kann mir jetzt, wenn der Lagerfeld da prädiert. Bredieren. Heldenentscheidung. Komm. Ja, komm, ich nehme A. Meinst du? Ah. Der Begriff bredieren kommt vom französischen Verb brider, was so viel heißt wie fesseln. Gefesselt wird mit einem Küchengarn und mit Spießchen aus Metall oder Holz. Brediert wird vor der Zubereitung von Geflügel. Man bindet die Keulen und Flügel am Körper fest, damit die Extremitäten dieselbe Garzeit haben. Nee, ich hätte was anderes gedacht. Ich habe die richtige Antwort. 1500 Euro bei euch. So, wir haben noch zwei Kategorien, zwei Fragen.
Ihr dürft noch einmal wählen, im Grünen oder unter Wasser. Was ist dir lieber? Mir ist egal. Ja, die Algen unter Wasser im Grünen waren ja beides nicht so unser Ding. Dann nehmen wir unter Wasser, weil das wissen wir ja jetzt. Ja, unter Wasser ist super. Ist einfacher als im Grünen. Weil im Grün woher hat der Kuhfisch seinen Namen? So. A, er trägt Hörner auf der Stirn. B, er ist schwarz-weiß gefleckt. Oder C, er ernährt seine Jungtiere mit einer milchigen Flüssigkeit. Woher hat der Kuhfisch seinen Namen? Ist der Kuhfisch denn ein Fisch? Ja, wie sein Nachname sagt. Ja gut, aber dann ernährt er ja nicht seine Jungtiere, weil Fische sind ja keine Säugetiere. Ja, das also ist auch aber das sind und ja Kuhfisch, keine Fische. Fische. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht, also es ist, er säugt sie ja nicht. Nein, Herr Pflaume hat ganz klar genickt, als ich gefragt habe, ob es ein Fisch sei. Deswegen schließe ich Antwort C aus. Was? Ja, weil Fische ja nicht ihre Jungen ernähren. Das macht es ja so besonders. Die legen die in Eiern und dann sind sie weg. Nicht alle. Echte fressen ihre Jungen sogar noch auf. Also, die sind nicht so mit ihren Jungen so dick. Deswegen heißen die auch echt. Ja. Also, A oder B, er trägt Hörner auf der Stirn. Kann sein, ein Barsch hat ja auch so einen Kamm, den er auf dem Kopf trägt. Er ist schwarz-weiß gefleckt. Ist so am plausibelsten. Aber dann, also wenn er Hörner auf der Stirn, würde er eigentlich eher irgendwie, warum heißt er Ochsfisch? Ja, ich glaub, also Hörner würde ich ausstehen. Weil ich glaube, es ist B. Echt? Ich glaube, es ist C. Da kommt der dann so hergeschwommen, der kleine Kuhfisch. Schwarz-weiß. Oh, schwarz-weiß, Kuhfisch. Oh. Aber Kuhfisch, ja. Die sind doch nicht alle schwarz-weiß. Die meisten Kühe sind nicht schwarz-weiß. Ja, aber in den... Das ist nur die, die meisten sind lila. Wie wir. Es gibt braune Kühe, es gibt... Ich sag B und du bist ja hier der Kapitän. Ne? Entscheidung. Pass auf, wenn es falsch ist, dann setzt du die Kappe Euro, hinterher wenn's ab. Wenn es falsch ist, darfst du die 10 Euro behalten. Und ich sag C. Da wird C gesagt. C. 40. Eieiei. Ist ja jetzt wirklich richtig spannend, ist das ja jetzt. Der Kuhfisch gehört zur Familie der Kofferfische und bewohnt den Indopazifik. Kuhfische besitzen einen Knochenpanzer, der sie vor Feinden schützt. Außerdem enthält ihre Haut ein Gift, das für andere Fische tödlich sein kann. Seinen Namen verdankt der bis zu 45 cm lange Fisch seinen Hörnern, die an Kuhhörner erinnern. Diese sollen Fressfeinden das Herunterschlucken erschweren. Oh. Oh. Ah. Antwort A ist die richtige. Es bleibt bei 2000 Euro. Und eine Kategorie und eine Frage haben wir noch. Wir können noch ausgleichen. Im Grünen. Wir nehmen im Grünen. Der chinesische Blauglockenbaum. Elton, konzentrier dich doch erstmal auf die Frage und die Antwortmöglichkeiten. Gut. Hm? A. Klingelt, wenn der Wind weht. B. Ist die am schnellsten wachsende Baumart der Welt. Oder C. Sieht aus wie eine Trockenhaube. Boah, also der schnellste wachsende Baum ist, glaube ich, ein Bambus. B würde ich ausschließen. Warum? Weil ich glaube, der schnellste Baum, oder es gehört Bambus gar nicht zu Baum, sondern ist das ein Farn. Ein Gebüsch. Nein, Bambus ist ein Baum. Bambusbaum. Also ich würde A ausschließen, weil Klingel, wenn der Wind weht, Blauglocke, das ist mir zu einfach. Und ja, aber so ein chinesischer Garten, ein Ding, hörst du so ein bisschen. Ja, aber das sind andere Sachen, die dann klingen. Ja. Das ist dieses. Warum soll der nicht aussehen wie eine Trockenhaube? Das kann ja sein, dass die Blätter so wie eine Trauerweide im Prinzip und auch wie eine Glocke quasi die Blätter so runterfallen. Außerdem, wenn ich jetzt hier schon sitze mit der Frisur, dann muss das doch zäh sein. Wäre ganz schön, wenn es bei euch jetzt nochmal klingelt, weil dann wird es naja, das unentschieden gut. Stehen vor dem Finale. Wollen wir 10 nehmen? Klingelt, wenn der Wind... Komm, wir sind doch fast einig. Ja, wir nehmen 10. Wir nehmen 10. Die Trockenhaube. Ist eingeloggt. Der aus China stammende Blauglockenbaum erfreut sich in Europa immer größerer Beliebtheit in der Holzwirtschaft. Aufgrund seiner bis zu 45 cm großen und zahlreichen Laubblätter, die ihm eine extrem hohe Photosyntheseleistung ermöglichen, kann die Pflanze jährlich um 50 cm in die Höhe wachsen.
Sein beeindruckendes Wachstum mit einer Wuchshöhe von bis zu 15 Metern verleiht ihm in botanischen Fachkreisen den Titel des schnellsten Baums der Welt. Ah, Antwort B ist die richtige. Und damit haben wir folgenden Zwischenstand vor unserem heutigen Finale. Bernhard und Chris Ehrlich haben 2.000 Euro erspielt. Elton und Andreas Ehrlich 1.500. Und damit kommen wir jetzt zum großen Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Technik. Alles andere. Bitte euch jetzt euren Einsatz zu machen. Wir können auch löschen. Du musst noch OK drücken. Du solltest aber nicht OK drücken bei der Zahl. Komm, alles auf eine Karte, oder? Ihr wollt doch viel Kohle haben, oder nicht? Ja? Alles auf eine Karte. Ja. Und ihr wollt nicht wenig Kohle haben. Dann musst du jetzt die Antwort wissen. So, beide Teams haben einen Betrag eingesetzt. Damit kommen wir jetzt zur heutigen Masterfrage. Was wird bei Energiesparlampen in Kelvin angegeben? Ja, aber das weiß er auch. A. Brenndauer, B. Lichtstärke oder C. Farbtemperatur. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Eingeloggt. Ihr geht nicht mehr nach Hause. Ja, ist egal. Beide Teams haben eine Antwort eingeloggt. Ich weiß gar nicht, ob das wir werden Ihnen die Entscheidung nicht vorenthalten, meine Damen und Herren. Wir haben ja auch fernsehtechnisch diese Woche noch viel vor. Und wenn Sie wissen wollen, warum der Elton am Samstag wieder nicht klein gegen groß gucken kann, dann schreiben Sie ihm doch mal. Ja? Aber Sie sollten das auf keinen Fall verpassen, meine Damen und Herren. Tolle Gäste, tolle Duelle. Nico Rosberg ist zu Gast, Katharina Witt ist zu Gast, Günther Jauch ist zu Gast. Und ein riesen Schlittenhunderennen haben wir auch mit Joey Kelly. Also es lohnt sich. Samstagabend klein gegen groß und jetzt gibt es gleich die Entscheidung. Bleiben Sie dran. Zurück, meine Damen und Herren. Wir spielen heute in dieser Ausgabe mit den Ehrlich Brothers. Chris Ehrlich im Team mit Bernhard Hoeker. 2.000 Euro erspielt und gegenüber Andreas Ehrlich mit Elton 1.500 Euro erspielt. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Was wird bei Energiesparlampen in Kelvin angegeben? A. Brenndauer, B. Lichtstärke oder C. Farbtemperatur? Aber jetzt schauen wir erstmal, wie viel Geld ihr eingesetzt habt. Bernhard und Chris haben gesetzt. Ich konnte Bernhard davon überzeugen. Sie wissen schon Bescheid, es ist alles, alles, alles gesetzt. Elton und Andreas haben gesetzt. 1000 Euro. 1000. Ja, man weiß ja nie. Man weiß ja nie, wie es mit den Antworten so läuft. Jetzt schauen wir mal, auf welche Antworten ihr euch festgelegt habt. Bernhard und Chris haben getippt auf Antwort C. Elton und Andreas haben getippt auf Antwort C. Und beide Brüder waren sich sehr sicher, das zu wissen. Woher wisst ihr das? Ja, wir haben ja auch unglaublich viele Lampen, die wie hier auch im Studio so hängen. Das ist zum Beispiel jetzt ungefähr ein Weiß in der Farbtemperatur 6.000 bis 7.000 Kelvin, also sehr kalt Weiß und sehr warmes Weiß, also fast schon so ein Orange, ist dann so bei 2.000, 3.000 Kelvin. Deswegen muss man sich aber auch für interessieren. Bei Lampen, ne? Die Farbtemperatur in Kelvin angegeben. Und jetzt mach's mal spannend, Kai. Ja. Er hat dir die Temperatur. Also ich möchte auf jeden Fall die Information nicht vorenthalten, dass die Lichtstärke in Candela oder Lumen angegeben wird. Die Brenndauer bin ich gespannt. Die Brenndauer. Ob das Zeit ist. Die Brenndauer, das ist wirklich verrückt. In Stunden. Nein. Ja? Und die Farbtemperatur tatsächlich in Kelvin. Und damit gewinnen Bernhard und Chris 4.000 Euro. Hätten wir den
Mumgarn alles zu setzen. 4.000 Euro habt ihr erspielt. 76 Zuschauer sitzen hinter euch. Das heißt für jeden von euch 52,63 Euro. Yeah. Herzlichen Glückwunsch dazu. Glückwunsch zum Sieg. Viel Erfolg auf der Tour. Die Ehrlich Brothers. Andreas, Dankeschön. Elton. Morgen Abend sehen wir uns natürlich hier nochmal wieder. 18 Uhr, kurz vor 6 heißt es auch am Freitagabend. Natürlich hier wieder, wer weiß denn sowas. Herzlichen Glückwunsch unseren drei App-Mitspielern, die heute ebenfalls 42,63 Euro gewonnen haben. Einen schönen Abend noch hier im Ersten und bis morgen. Tschüss.